Kapitel 7. Trip finden. Heilige Scheiße. Oh je. Sie sind alle tot. Trip, hörst du mich denn nicht? Trip! Trip, warte! Oh Gott. Oh Gott. Nein. Nein. Bleib, wo du bist, Trip. Und damit herzlich willkommen zurück bei Quarko LP. Mein Name ist Quarko und weiter geht's mit der 12. Episode von Let's Play Enslaved. Viel Spaß! So, Trip lebt offensichtlich noch, das ist schon mal gut. Ein Spielplatz. Können wir jetzt rutschen? Nee, sieht nicht danach aus. Ist das jetzt hier überhaupt richtig? Müssen wir hier irgendwo hoch? Ah, hier kann man hochklettern. Und hepp. Da sehen wir doch schon wieder Max. Trip! Mein Vater. Oh, mein Vater, ich muss meinen Vater finden. Oh, herrlich. Was war mit dem Mac da unten? Okay. Ich dachte schon, der hätte uns gesehen. Ja, gut. Sie versteckt sich. Das könnte noch problematisch werden. Da vorne kann man sich verstecken. Ja, gut. Der Mac da oben, der hat uns. Der da unten, der scheint uns noch... ist uns noch egal. Und dem sind wir egal. Beruht auf Gegenseitigkeit. Und weiter. Ah, er hat mich nicht entdeckt. Das war klar. So, jetzt hoch da. So, können wir ihn doch direkt mal lähmen. Keine Verstärkung rufen. Gesundheit ist schon voll. Und sobald wir wieder mit Trip zusammen sind, werde ich auch, denke ich mal, noch ein paar Upgrades machen. So, ist hier sonst noch irgendetwas? Ich sehe keinen anderen Mac. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Na gut, ich muss die Waffe fallen lassen. Und kann sie jetzt nicht mehr aufheben. Jetzt rollt sie wieder durch die Leveltexturen. Tschüss. Paar verbrannte Dorfbewohner. Okay, Trip ist immer noch da hinten. Scheint auch ansonsten nichts mehr zu sein. Ich guck mal, ob ich durch Türen durchgehen kann. Hab ich auch nicht anders erwartet. Geht nicht. Na gut. Wie komme ich denn da jetzt hoch? Hier. Gucken wir nochmal, ob ich da gerade einen Weg übersehen habe. Wahrscheinlich. Ne, hier kann ich nicht hoch. Ich
muss da wohl über die Läden klettern. Ah, dieses Rohr. Na gut. Es muss doch jemand am Leben sein. Chip, beruhige dich. Langsam. Natürlich. Jetzt wäre eine Ablenkung von Trip echt Gold wert. Es sind zwei Stück. Muss ich da jetzt ernsthaft einfach rüber? So. Jetzt aber schnell. Schnell weg hier. Trip, hör doch, komm wieder zu dir. Hörst du mich denn nicht? Warum machen die sowas? Warum machen die sowas? Tja, Trip ist in einem Schockzustand. Die kriegt jetzt gar nichts mehr mit. Überraschung. Oh. Komm doch hier rüber. Ah! Jetzt duck dich doch. So, den kralle ich mir jetzt. Geht doch. So. Gesundheit dürfte immer noch voll sein, ja. Die Schilder haben das zum Glück kompensiert. So, gibt's hier vielleicht noch irgendeine versteckte geheime Erinnerung? Da kann ich nicht langspringen. Und rüber. Da kommt jetzt garantiert wieder Max. Ich kann auch nicht auf Trip gucken. Oh. Ja, das ist ja schon mal schön. Trip! Okay, ich bin zwar gerade gelaufen, aber ich bin immer noch da, wo ich vorher war. Ja, ich würde sagen, ich spring da mal rüber, bevor ich jetzt eine Stun Grenade verschwende. Vielleicht kriege ich den so ausgeschaltet. Ja, der ist schon mal kaputt. Ihn und das kriege ich doch schon irgendwie hin. So, jetzt runter da und schnell. Nein! Falsche Richtung. Ach, sei lächerlich. Okay, jetzt habe ich den Arm von ihm. Aha. Aber ansonsten kann ich nirgendwo hin.
Also ich kann schon wohin, aber ich habe anscheinend keinen Gegner mehr übrig. Dann war's das mit dem Arm. Plasma-Granaten. Oder Plasma-Munition. Kann ich nochmal hoch zurück? Da war noch ein Orb. Ich meine, so wichtig ist es jetzt nicht, aber... Genug dabei zu haben, ist ja nie verkehrt. So. So, zum Nutzen B drücken. Oh, Scheiße, sie haben das Tor verbarrikadiert. Ich muss irgendwie da durch. Ja, okay. Es scheint auch nichts zu bringen, einfach mehrmals dagegen zu treten. Das wäre ja auch zu einfach. Kletter ich nochmal hier hoch. Hier, von hier oben kann ich auf die Barrikade schießen. Okay. Okay, das geht. So. Jetzt kommen doch bestimmt noch ein paar Mechs, weil die den Krach gehört haben. Oder jetzt. Die Perspektive irritiert mich etwas. Na gut, hier ist aber auch nichts mehr. Oh nein, nein. Ich kann niemanden finden. Trap! Oh oh. Tja, warum wachsen da aber die Wurzeln so komisch? Ja. Wenn das nicht mal wieder ein Platz für Max ist. Kann ich hier nicht hoch? Ach, das ist doch ein Rohr, da kann man doch hoch. Offensichtlich nicht. Toll. Der war schön. Um ihn rum und dann von hinten. Da habe ich keine Stun-Munition verschwendet. So, kann ich jetzt immer noch nicht Trip anvisieren. So, geht es hier irgendwo an dem Gebäude hoch? Na gut, dann gehe ich halt da lang. Trip, kannst du mich hören? Bleib, wo du bist. Ja. Oje, oje. Es kommt alles wieder in Ordnung. Trip! Hörst du mich? Okay. Was ist denn hier sonst noch so? Ah, der springt nicht dahin, wo ich das gerne hätte. Einer weniger. Hock dich hin. Es war so klar.
Tja. Das ist ja an sich ganz nett, aber... Okay. So, da vorne sammle ich noch die Orbs ein. So, der geht mir ordentlich auf die Nerven da oben. Ich betäub den mal. Trip, hör doch, komm wieder zu dir. Da ist doch eine Erinnerung. Wie komme ich denn da hin? Aha. Oh oh, kommen da wieder mehrere? Oder ist das der von da oben? So nah an dem dran. Ah, ja. Ah, okay. Hat einfach gedauert. Ich will da nicht lang rutschen. Ich will hoch. Mach schneller. So. Bleib genau da, wo du bist. Ich komm dich holen. Oh Mann, oh Mann. So, der ist kaputt. Oh nein. Oh nein. Von wo denn? Hä? Ich sehe das Signal, aber was... Wo kommt das denn her? Ist der unter mir? Na gut. Konnte ich jetzt nicht mehr verhindern. So, das Schild lädt auf. Aha. Das Schild von denen hält auch nicht ewig. Rollentausch. Na, wofür war das? Töte 10 Gegner mit dem abnehmbaren Feuerarm eines Scouts. Okay. So, hier haben wir doch noch mehr. Das hört man doch. Wo rennt der denn rum? Das ist der Tank. Ist der genau unter mir und ich sehe es mal wieder nicht? Ah, ja. Genau hier. Gut. Dann machen wir das doch so. Vielleicht stört ihn das. Er ist kaputt. So, dann kann ich jetzt erstmal weiter. Oder doch nicht. Na toll, hätte ich mal gewartet. Noch drei weitere. Na gut. Sind hier hinten nicht noch ein paar Orbs? Okay. Nicht so viel, wie ich gedacht habe. Ja, auch zum Glück genug an Munition rum. Tja, da wollte ich Munition sparen und habe dafür drei Plasma-Munition verbraten. So, hier werde ich ja wohl noch hochklettern können. Kann ja nicht sein, dass ich ihn nur im Fernkampf besiegen konnte. Nee, da geht's nicht hoch. Da, dieses Rohr ist... Ah, das ist das nächste Rohr, okay.
wieder mal ein paar Orbs. Stun-Munition ist voll. Jetzt spring doch da dran. Schon ordentlich was eingesammelt. Diesmal ist es nicht blockiert, das ist schon mal gut. Eieiei. Da bin ich mal gespannt, ob wir gleich mal Trip finden. Oder ein paar Max. Nee, 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 nee. So nicht, mein Freund. Und jetzt aber. Boah, hält aber viel aus. So. Es scheinen jetzt diesmal echt nur zwei gewesen zu sein. Unerwartet, aber ich will mich mal nicht beschweren. Pyramid. Aber nicht Pyramid Head. Wir sind ja nicht mit Silent Hill hier. Dad! Dad! Trip! Egal wo du bist, zieh den Kopf ein, ich komme! So, hier ist genug Munition, also nutze ich sie dann noch auf. Einen kriege ich noch ausgeschaltet. So, den kriege ich noch betäubt. Und hier haben wir doch noch mehr Munition. Okay, da sind aber noch mehr gewesen. Nachschub ist da. Ich guck mal schnell, ob ich noch eine Erinnerung so auf Anhieb finde. Wenn ich die Orbs jetzt nicht einsammeln kann, ist es nicht allzu tragisch. So. Kein Nachschub, Leute. So, wo ist der jetzt? Ach, da. So auffällig, dass ich nicht sehe. Verdammt, die sind wirklich überall. Oh oh. Ich krieg den nicht anvisiert. So. Jetzt aber. Kann ich Plasma gerade immer wieder einsammeln. Das gefällt mir gar nicht. Was zum... Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Getroffen, aber dafür. Okay, gut. Der war nicht so schwer, wie ich befürchtet habe. Dann sammle ich jetzt erstmal ein bisschen. Let's go.
Komm schon. Dann lähm ich dich halt. Na gut, werf ihn halt irgendwo hin. So, reicht's jetzt? Oder? Nein, natürlich nicht. So, diesmal kann ich das auch nutzen. Ob das dann der Ersatz für einen Endgegnerkampf ist? Einfach viele kleine Trip. Gegner? Okay, Trip, ich komme! Ja gut, jetzt sammle ich aber erstmal wieder ein. Wenn ich für den nächsten Kampf gerüstet bin. Gesundheit ist voll. Da ist eine Tür, da müssen wir wahrscheinlich mit Trip zusammen durch. Wahrscheinlich so eine Art Bunker, vielleicht sind da noch ein paar Überlebende. Ja, ja, Gesundheit ist voll, weiß ich ja. So, sind hier jetzt noch irgendwas an Munition, an Plasma-Munition wäre nett. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Vorne ist noch ein Orb, den hole ich mir noch. Da auch noch. Okay. Die beiden hole ich mir noch und dann gehen wir zu Trip. Hoffentlich ist sie wenigstens ansprechbar und nicht in einem kompletten Schockzustand. Sie ansprechbar? Hoffentlich. Da war wahrscheinlich ihr Haus. Es war mein Zuhause. Oh ja. Sie sind zurückgekommen. Und haben alles zerstört. Wie du sagtest. Gibt's einen Zufluchtsort, wo Überlebende sein könnten? Wie soll das irgendjemand überlebt haben? Das weiß man nicht. Im Bunker. Ah, vielleicht. Es ist wirklich ein Bunker. Okay. Okay. Zeig's mir. So, damit ist die 12. Episode von Let's Play Enslaved zu Ende. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Quarku. Tschüss.